Herzlich willkommen zurück bei Finance TV. Wir sind zurück aus der Sommerpause, gut erholt, frisch gebräunt. Wir freuen uns, dass Sie auch wieder dabei sind zu einer neuen Session von Finance TV. Wir haben viele spannende Sendungen in den nächsten Wochen für Sie vorbereitet. Und wir beginnen heute mit einem Thema, das sehr viele von Ihnen betreffen könnte. Und zwar, es geht um die Kriminalitäts- und Geldwäscheprävention. Ein richtig dringendes Thema für viele Unternehmen, denn es gibt immer wieder Skandale in diesem Bereich. Und eine neue Richtlinie kündigt sich an, die das Spielfeld auch nochmal verändern könnte. Was dahinter steckt, was da gerade die Trends sind, was Sie machen können, um sich dagegen zu wappnen, das besprechen wir heute mit dem Finanzkriminalisten Seyfi Güner. Herzlich willkommen bei uns. Guten Tag. Im Januar tritt die neue EU-Geldwäscherichtlinie in Kraft. Was sind denn die wichtigsten Punkte, die dort neu geregelt werden? Genau, in der Tat, im Januar 2020 findet die neue Geldwäscherichtlinie statt. Das ist die fünfte inzwischen. Und es gibt zwei Hauptmerkmale, die fünfte von der vierten unterscheiden. Das einmal ist der Themenkreis. Es ist eine Erweiterung. Das heißt, zu der vierten werden jetzt Kryptowährungen und Kryptoplattformen hinzugefügt. Das sind auch unterliegende Geldwäschegesetze. Und zum anderen auch neue Sektoren oder neue Spieler wie Notare oder Immobilienmakler sind auch Teil. Der zweite Bereich sind die Sorgfaltspflichten. Da sehen wir seit der ersten eigentlich immer eine Verschärfung. Auch dieses Mal tritt eine Verschärfung der Sorgfaltspflichten, insbesondere vor dem Hintergrund mit Geschäften mit Hochrisikoländern. Gibt es schwierige Punkte für Unternehmen, die die Umsetzung schwierig machen bis zum Januar? Es ist, also in Deutschland sehen wir eigentlich einen ziemlich guten Zustand. Das heißt, viele haben schon implementiert. Die Verschärfung tritt natürlich ein, erfordert natürlich mehr Kapazitäten auf der Unternehmensseite, sowohl auf der Technologieseite als auch auf der personellen Seite, um einfach den gestiegenen Sorgfaltspflichten Rechnung zu tragen. Eine neue Richtlinie ist immer eine gute Chance, das aktuelle Portfolio auch mal durchzuschauen und zu gucken, wo man gut aufgestellt ist, wo nicht. Was sind Ihre Tipps für Manager, was jetzt zu tun ist? Es ist eine hervorragende Gelegenheit, den aktuellen Bestand der Prozesse sich anzuschauen und auch die neuen Geldwäscherichtlinien mit inkludieren zu lassen. Wir sehen in der Tat, viele Unternehmen machen eine Bestandsaufnahme und hinsichtlich der Länder und der Lieferanten und des Kundenportfolios, welche zusätzlichen Sorgfaltspflichten erforderlich sind. Eine Sache, die oft mit Geldwäsche einhergeht, gerade mit Risikoländern, ist ja auch das Thema Korruption. Unternehmen müssen sich auch dagegen wappnen, für Korruption anfällig zu sein. Gibt es ähnliche Punkte, die man adressieren kann, wenn man sich die Geldwäscheseite anschaut, die man auch gleich für die Antikorruptionsseite übernehmen kann? In der Tat, die Ursprungslage ist eigentlich dieselbe. Bei der Geldwäscherichtlinie ist der Fokus mehr auf Externe. Das heißt, man ist versucht, kriminelle Machenschaften nicht in das Unternehmen hineinzulassen. Und bei der Bestechung oder bei der Korruption ist man fokussiert auf das Interne. Das heißt, man ist bedacht, dass die Mitarbeiter adäquat handeln und nicht illegal handeln. Die Ausgangslage ist dieselbe. Das heißt, man hat Sorgfaltspflichten, insbesondere in Risikoländern, insbesondere in die Risikosektoren. Wenn man zum Beispiel operiert in der Ölindustrie, in der Diamantenindustrie, dann sind erforderlich höhere Sorgfaltspflichten erforderlich. Gibt es ein Thema, das auf dem Korruptionsrisikoradar für Sie im Moment ganz stark aufblinkt bei Unternehmen? Ja, wir sehen das insbesondere Deutschland als Exportweltmeister verflochten in der Weltwirtschaft, sehen wir erforderliche hohe Anforderungen bezüglich, wenn man Geschäfte mit Staatsunternehmen im Ausland tätigt, denken an China oder an den Nahen Osten oder an Afrika, da sind insbesondere, wir haben es beobachtet, die Bestechungsvorwürfe oder Bestechungsvorfälle sind erhöht, wenn man sich mit staatsnahen Unternehmen tätig ist. Wir haben den Eindruck, wenn wir uns die Unternehmenslandschaft anschauen, dass viele CEOs und CFOs gerade dabei sind, die Compliance-Abteilung wieder ein bisschen zu kürzen, dort ein bisschen Kosten rauszunehmen. Gab ja lange auch keine großen Skandale mehr. Ist das ein Problem für die Korruptions- und Geldwäscheabwehr oder ist man da noch im grünen Bereich, wenn man da ein bisschen Kosten rausnimmt? Ich glaube, wenn man die gesetzlichen Regelungen anschaut, dann erfordert es eigentlich den umgekehrten Weg. Das heißt, keine Kürzungen. Aber ich glaube, es liegt in der Natur der Menschen, dass man sich langsam an den Compliance- und an die Geldwäscherichtlinien gewöhnt hat und insofern auch ein bisschen laxer handhabt. Nichtsdestotrotz, die fünfte Geldwäscherichtlinie wird im Januar 2020 kommen. Und daher ist es eigentlich dringend erforderlich, den Compliance-Abteilung nicht abzubauen, sondern effizienter zu gestalten, und zwar einen gesunden und effizienten Mix von maschinellem Abarbeiten und Personal. Gibt es da einen zentralen Tipp von Ihnen, wie man da das richtige Augenmaß findet?
Man sollte eigentlich weg von der Denke kommen, dass Compliance ein Kostenfaktor ist, sondern mehr hin zum Wettbewerbsvorteil. Das heißt, wenn man wenn man sich im Bereich Compliance tätigt, dann kennt man auch seine Kunden und Lieferanten besser. Insofern sollte man dies über der gesetzlichen Richtlinie hinaus, was zum Beispiel erfordert, dass man PEP und ein Sanktionsscreening erfordert, aber auch die negativen Nachrichten. Wir sind fest der Meinung, dass, und das sehen wir oft in Deutschland, dass einfach Menschen nicht schlecht geboren werden, sondern wirklich sich eine negative Karriere entwickeln. Das heißt, über den gesetzlichen hinaus erforderliche Maßnahmen zu treffen, wird langfristig dem Unternehmen nutzen. Klares Plädoyer. Danke bis hierhin schon mal. Zum Schluss drei Fragen von Finance TV. Bitte ganz kurz antworten. Die erste Frage: Sind die deutschen Unternehmen aktuell im Schnitt aufmerksam genug für Kriminalitätsbedrohungen? Ja. Die zweite Frage: Wer hat diese Risiken momentan am besten im Blick? Dienstleistungsunternehmen, Industrieunternehmen oder Banken? Die Banken. Und die letzte Frage, keine Ja- oder Nein-Frage. Was ist Ihr Nummer-1-Tipp für CFOs zur Abwehr von Kriminalitätsrisiken? Intern das Bewusstsein im Unternehmen zu schaffen, dass Compliance kein Übel ist, sondern wirklich ein Wettbewerbsvorteil für das jeweilige Unternehmen darstellen kann. Danke für diesen Tipp und die ganzen anderen Ratschläge, die Sie uns gegeben haben. Sefi Günay bei Finance TV. Danke Ihnen auch fürs Zuschauen. Hören Sie gut zu, was Herr Günay gesagt hat. Ich glaube, da ist einiges für viele von Ihnen drin. Am Mittwoch haben wir jemanden da, der auch Probleme hat, aber keine Compliance-Probleme. Es ist Thomas Töpfer, der CFO von Covestro. Er sagt uns, wie er das Unternehmen durch die Konjunkturschwäche führen will. Schauen Sie rein, wir würden uns freuen. Bis dahin eine gute Zeit und tschüss.